Eigentlich müsste ich mich sogar bei dir bedanken, weißt du das? Wärst du nämlich nicht auf die Welt gekommen, wären Adam und Iris möglicherweise sogar vor mir entkommen. Philomela! Philomela, alles gut? Irgendwas funkt da dazwischen, hä? Wenn du nicht so unfähig gewesen wärst, hättest du dir vieles ersparen können, Versagerin. Aber was sind schon ein paar Schläge? Mittlerweile finde ich es auch gar nicht mehr so schlimm, dass du so bist, wie du bist. Weil du mir so letzten Endes doch noch von Nutzen sein wirst. Diejenige, die wollte, dass ich so bin, warst du, Großmutter. Damit, dass ich dir gehorchen würde und ich nicht an mich selbst denken konnte, hast du mich verflucht. Aber mir wurde gezeigt, dass ich nicht gehorchen muss, dass ich sauer sein und schreien darf, dass ich eigene Entscheidungen und Wünsche haben darf. Deshalb will ich das auch tun. Kind, was hast du da? Die habe ich von Chise, eine Suisas-Rune. Das Schriftzeichen der Rune hat mehr als nur eine Bedeutung. Tor. Riese. Geist. Dornen. Und dann noch Hammer des Donnergotts! Großmutter, ich weiß, dass ich noch ganz viel tun möchte. Deshalb werde ich deinen Fluch nun brechen!